Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Adcrafter Modlina und mit dem Danny. Hallo. Hallo. Modlina? Hallo, ja. Ja. Ich schläf noch, ich muss dich entschuldigen. Spät auf Nacht. Okay, ich will gar nicht wissen warum, aber... ist ja ganz unerheblich jetzt. Wir sind dabei, dass wir hier die Bugs vernichten. Wir sind quasi professionelle Anti-Bug... Kammerjäger heißt das. Kammerjäger. Ja. Leider Gottes sind wir da ein bisschen machtlos. Aber ja, wir sind einfach, wir üben unsere Geduld. Genau. Aber wir sind schon mal so gut, wir finden sie alle raus. Ja, alles. Bei uns kommt nichts vorbei, was nicht irgendwo... Kein Bug ist unsicher. Ich liebe es. Blöd zu reden kannst am besten, als du YouTuber bist. Ja, das ist wirklich. Oh, was wir wollen haben die Leute noch? Das sind Raps. Würde ich mal behaupten. So. Naja, aber sind echt mit dem Waschen und so. Das finde ich echt traurig, dass sie das nicht gefixt haben. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert, wie so offensichtliche Fehler durch die Qualitätstestabteilung fallen. Das geht für mich nicht. Das ist zu offensichtlich. Das gibt's. Wahrscheinlich alles nur im Singleplayer. Das ist das 100%, ja. 100%, ja. Das gibt's gar nicht. Ich denke mal, die werden gar nicht alles getestet haben. Es wäre nur schockierender. Ich find, das ist schwierig. Aber vorstellen könnte ich es mir. Du hast es schwierig, dass man es testet oder dass man es. Ja, es ist schwierig vorzustellen, dass die nur im Singleplayer testen. Ich hab schon immer gesagt, ich liebe LS, aber das war's dann schon. Also, Ich hab schon geschrieben beim Kommentar, ich hoffe, dass dann irgendwann einmal einer checkt, dass in dem Genre Landwirtschaftssimulator noch was zu holen ist. Weil dann gibt es mindestens einen Konkurrenten und dann muss sich was ändern. Aber der Agrarsimulator war ja nicht so schlecht. Ja. Den war der Wahnsinn. Soll ich nächstes Jahr irgendwie in Konkurrenz rauskommen? Dass ich wüsste. Wie sollte die sich nennen? Das weiß ich nicht, ich habe es nur bei einem anderen YouTuber mal gehört, der hat gemeint, da wird nächstes Jahr was kommen, was den Markt aufräumen wird. Okay, bin ich echt gespannt, ob da was kommt. Wann hast du es gehört? Am 30. Genau am Release-Tag. Okay. Okay, da kann man schwer noch was sagen. Du musst dann sagen, bei wem? Soll ich sagen, oder was? Na, jetzt nicht, noch eine Aufnahme. Ende. Nach der Aufnahme. Wir wollen ja da nicht irgendwas beschwören. Ja, eben. Hast das, habt ihr gesagt, dass das und das und genau. Das. Genau. Genau, das kommt eh sonst dann immer. Aber. Ich wäre dafür, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Ich bin für einen Konkurrenten mindestens, weil da muss sich was ändern. Also, genau. Es hat schon viel schlechtere. Also, wie früher vor 14 Jahren Coffee ganz gespielt habe, das war katastrophal, aber. Ja, aber für damals war es auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Ja. Aber ich damals nur gespeichert, also das war der Hauptfeature, war schnell speichern und schnell das war Hauptfeature, du hast genau gewusst, wann der Absturz kommt. Du hast schon dann im Gefühl gehabt. Dann hast du schon dich vorbereiten können, ist eh gut. Es ist ja irgendwo, manchmal denke ich, ich bin ein Superheld. Manchmal habe ich das Gefühl, als würde mein Computer schlechter laufen oder besser. Aber es wird wahrscheinlich normal sein, wenn man immer mit demselben Ding arbeitet, dass man das nachher schaut. Ja, klar. Ja, dann einfach schon an den Bewegungen, aha, jetzt irgendwas passt nicht. Ja. Es ist auch, wenn der Fifi daheim einmal das Boot voll scheißt, dann hat er auch meistens was. Das kann ich nur jetzt so sagen, weil das aktuell so war bei mir. Aber ja. Macht nie ins Zimmer oder ins Boot, er ist eh so brav, der Hund, dass er das. Wenn er Probleme hat, weil er irgendwas falsch wieder gefressen hat, ist ja normal so beim Kind, dann nehmen sie da was, essen sie da was mit und da was und dann vertragt das nicht so. Eh immer nur ins Bad und auf sein Stell, aber furchtbar. Das ist, sonst gehen wir immer aus und was, aber. Ja, ab und zu geht halt mal nicht. Ja. So, ja, ich wie gesagt nach wie vor, ich sag's jetzt das letzte Mal, ich bin dafür, dass sich da irgendwo eine Konkurrenz mit einmischt, die da auch so modfreundlich ist. Und dann muss man umdenken, weil das geht dann nicht mehr zum Release, dass man sowas abliefert, noch im vierten oder fünften Landwirtschaftssimulator. Nee. Ja, also, na, vor allen Dingen das mit den Lenkrädern, das schockiert mich am meisten. Weil beim LS11 lief das alles tatenlos, beim LS13 gab es schon kleine Probleme und beim 15er erst recht. Was ist das denn? Das ist so rückschrittlich. Ja, aber du darfst, Lenkräder hat nicht jeder, aber jeder will einen Force probieren, zum Beispiel. Genau, oder jeder will ein Auto waschen, Traktor, ja, das ist.
an die Hauptfeatures und die funktionieren nicht. Das war ja. Und du musst davon ausgehen, dass der Multiplayer sofort gespielt wird, weil das der Hauptaspekt ist vom Landwirtschaftssimulator. Ja, weil im Singleplayer das. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viele, die Singleplayer spielen, auch wenn sie Let's Play machen vielleicht oder so, aber so rein nur Singleplayer spielen, sicher weniger. Oder das Internet nicht mitmacht. Ja, das kann auch sein. Ja, also das ganze Wochenende jetzt habe ich auch bloß mit einem Kumpel über Multiplayer gemacht. Und darum, wir willen das dann nicht gleich zum Anfang testen mit Kumpels, jo, was zusammen machen. Ohne Multiplayer und ohne Mods wird es den LS da bin ich gehen. Da bin ich ja echt auf dem Bausimulator auch schon gespannt, ob das so klappen wird oder nicht. Das freut mich auch richtig. Wieso wollen die da jetzt 19. November, oder? 19. November, ja. Soll auch Multiplayer mit reinkommen, oder was? Ja. Das ist ja geil. Da bin ich echt gespannt, ob das laufen wird oder nicht. Macht ihr ja Multiplayer Let's Play? Wahrscheinlich. Okay. Planung habe ich auf alle Fälle ein Let's Play, ob Multiplayer oder Singleplayer, das weiß ich noch nicht genau. Das kommt eben darauf an, ob es klappt oder nicht. So, ich brauche einen Hänger. Ah, ich schau da an den Beine. Ja, ja. Ich fahre da nur im Kreis. Ja, ich freue mich richtig. Ich glaube nämlich, dass der Bausimulator spielt, was mal länger spielen kann. Ich kenne den nicht. Bis jetzt noch nicht gespielt, aber ich sag mal, lange wird er nicht zu spielen sein. Das definitiv nicht. Es gibt nicht viele Missionen, es gibt nicht viele Fahrzeuge. Es gibt allein 100 Missionen oder sowas, 120 so rum. Also viel gibt es nicht. 120 ist jetzt nicht so wenig. Ja, aber die Missionen. Der einzige Vorteil, was du hast, ist freies Bauen dabei. Und die Mission, die hast du ja bald durch. Genau, die Mission ist bald durch, aber du hast freies Spiel dabei. Ja. Und wie ist mit Mods bei dem? Soll eigentlich auch kompatibel werden mit Mods. Wie, weiß ich nicht. Ich bin voll. Das Ganze implementiert wird. Zurückfahren. Du bist voll, ja? Ich bin voll. 8500. Bis oben hin. So, ja, gut. So, dann dürftest du ja eigentlich schon gar nicht mehr fahren, wenn du voll bist. Ja. Also, dass man voll falsch verstehen kann oder falsch auslenken kann. Wenn ich gesagt hätte, ich bin blau, aber voll. Nee, du bist schwarz. Henny, du musst mal richtig saufen, dass du weißt, wie das heißt. Da habe ich schon Erfahrung. Wirklich? Handvoll. Mhm. Ein paar Räusche gehabt früher, aber das ist lang her. Das war schon ein paar Jahre her. Ja. War cool, war es. Manchmal, einmal habe ich übertrieben. Ich hab das Glück, dass ich nicht, dass ich wirklich nicht. Dass ich meistens doch dann früh genug aufgehört habe. Meistens, wenn der nächste Tag nicht wäre, dann wäre das alles wurscht. Aber der nächste Tag ist immer Horror. Da habe ich schön. Bei mir war egal, wie viel ich gesoffen habe. Nächster Tag war für mich kein Problem. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe damit irgendwie nie ein Problem. Gesoffen bis 6 Uhr in der Früh, um 8 Uhr war ich schon Schneeschippen und so. Ja, ja, und dann macht er sich Käsekreiner, mir ist so übel. Macht er dann Käsekreiner und so. Ja. Ja, warum nicht? Oh. Ich hab auch kein Problem. Ich hab gar kein Problem mit Kopfschmerzen oder sonst irgendwie. Nein. Ich hab dann nur morgens immer ganz dolle Brand. Ich muss immer irgendwas trinken und dann ganz viel. Aber ja, ansonsten trinken und fressen. Ja, Durst hab ich dann auch, aber Essen war nee. Na, das habe ich immer gebraucht, aber sonst. Ja, nie. Trinken, immer duschen gehen, dass du wieder frischer fühlst, aber dann irgendwo liegen und warten, bis vorbei. Ach, duschen, den Ofen gleich wieder weiter anhalten. Was wird? Nein, das, nein, das kann ich nicht. So Reparaturbier, das geht gar nicht. Nein, das auch nicht, aber. Da kapier ich. Im Vertrag schon viel, so ist es nicht, oder, aber. Reparaturbier geht überhaupt nicht. Es ist auch, wenn dann ein Tag und dann soll genug sein und nicht durchsaufen. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Aber wir waren von der Firma aus in Kroatien unten, ab 4 Tage. Nein, Ed, wo fährst du hin? Achso. Ich fahr so. Vorhin Speed hast du jetzt nicht reingeschaut, oder wie ist das? Okay, aber wir waren 4 Tage in Kroatien und das war wirklich 4 Tage Saufurlaub. Aber ich habe nur den ersten Tag und den dritten Tag, den zweiten und den vierten aber nichts trinken können. Im vierten okay, wegen dem Fliegen wieder, aber im zweiten hätte ich nicht. Boah, ich war den ersten so gesoffen, aber. Nein, ich bin auch jetzt generell, oder war auch früher immer so generell, sobald ich was getrunken habe, gibt's kein Auto, gar nichts. Ja. Ja, das ist ja auch richtig, ja. Das war ich früher generell immer so beim Laufen gehen, dann habe ich halt nichts getrunken, wenn ich mit dem Auto unterwegs war. Oder sonst habe ich schon organisiert, dass ich nicht fahren muss. Ja, vor allen Dingen musst du ja auch mal an den Tag danach denken, wie du schon sagst. Und ich glaube nicht, dass man da unbedingt im Krankenhaus oder gar ein Krematorium legen kann. Nee. Du musst ja nicht verbrennen.
Du bounce, ja, bounce nochmal. Und wenn, kriegst du es eh nicht mehr mit. Du kannst auch in Grab aufwachen, ist auch kein Problem. Also du, ja, ob du wieder aufwachst, das möchte ich erstmal sehen. Das ist schon eine finanzielle Geschichte, also Danny wird einfach am Boden. Rainer ist ja, vielleicht ist dein Ding saufen, was ich mir geblieben. Ja. Du brennst genug besser, wenn du einen Oscar rumkriegst. Ist es schon schwarzer Humor oder ist das. Aber ich bin gut, ja. Da musst du aber schnell trinken, damit dich ausraucht. Ja? Du musst den Whisky mit Geschmack nehmen, damit du räuchert. Dann schmeckst du den Alkohol ja wieder. Ja. Dann fängt sich der schnell an stinken. Gut konserviert. 1.000 mehr. Das ist auf jeden Fall nicht. Kennst du das Mumie aus? Warum in 100 Jahren? Ja, so. Ja, da komm ich schon ganz allein wieder an die Theke ran. Weil nach 100 Jahren hast du ja irgendwann auch mal wieder Brand, ne? Ja. Ja, war nicht schlecht. Gut konserviert, ja. War schön, so ein Bad hast, Krematorium. Ja, genau. Wenn sie keiner aus, denkt sie, what the fuck, was ist jetzt los? Der schaut sich an. So. Schick mir da deine. Danny. Was du hast. Du bist immer der, der es am meisten Kinder sollte und du fährst jetzt da irgendwie. Ja. Na, weil ich entstellt bin, ich hab mein Lenkrad nicht. Ja, wenn du Auto auch mal kein Lenkrad hast, sollst du auch gerade nicht fahren, oder was? Ja, ich hab mein Lenkrad im Büro vergessen. Aber das war halt auch ein cooler Kommentar, weil einer gemeint hat, so gut er keine Giants Conix A4 oder so, dass das Spiel verpackt ist. Also eh ganz normal geschrieben. Und ich hab dann geschrieben, aber es ist auch nicht lustig, wenn du ein Auto kaufst und Bremsen funktioniert nur alle zweimal oder so. Ja, das wäre ein bisschen. Es ist ja wirklich so. Also Bugs sind sicher im Spiel nicht so tragisch wie im echten Leben, aber es ist halt einfach nur schade. Und man kauft es ja, wie gesagt, entweder ist ja wurscht das Kunde, was man sich kauft, man will es fehlerfrei haben. Ja, genau. Bei dem her. Vor allem, wenn man schon eigentlich die Erfahrung hat als Hersteller schon. Und ja, das ist ja auch nicht gerade das billigste Spiel. Naja. Ich sag mal, der Preis, freilich. Es geht. Ich sag mal, für die Collectors Edition, was haben wir jetzt gezahlt? 49? 49, ja. Ah, 49 schon. Haben wir gezahlt bei Mediamarkt. Finde ich schon Hammer, aber okay. Das war's mir für wert. Collectors Edition? Ich finde ihn nicht für Collectors Edition mager. Weil ich deswegen meine ich ja, das ja. Passt ja nix. Der Schlüsselanger ist geil, aber das ist auch nicht für die Schlüsselanger, wenn du wirklich einen Schlüsselanger benutzt, ist er ziemlich schnell bald abgebrochen. Also ich habe so einen gehabt, wo nur Thomas drauf gestanden ist, weil mein Freund mal so einen geschenkt hat, der bricht ziemlich schnell dann aber ich finde, das Sticker brauche ich jetzt persönlich nicht, aber die sind vielleicht noch cool, aber irgendwas war drin, der Traktor ist cool, ja, das Modding-Buch für Dummies brauche ich jetzt da sicher nicht. Ja, okay, du moddest ja auch nicht. Ich würde, aber ich glaube auch nicht, dass das was hilft. Doch, also ich muss sagen, mir persönlich hat schon, es sind ein paar Sachen stehen drin, die sind interessant. Okay, gut. Also das jetzt, dass ich es bräuchte, nee, aber es sind Informationen drin, die ich selbst noch nicht wusste. Okay, aber normal verkenne ich das so, dass da wirklich Sachen drinstehen, was jeder normale schon weiß. Das ist wie dieses Sonderheft für GameStar zum Beispiel. Das ist ja auch so ein super geiles Sonderheft für LS15 Kummer, wo sich da normal sterblich denkt, okay, what the fuck. Ja, du musst immer davon ausgehen, für die Leute, die gerade neu in das natürlich LS einsteigen. Aber LS, glaube ich, ist spannend nur zum selber entdecken, also wie wenn ich schon alles weiß, man braucht Guides vielleicht wegen der WoW oder so, aber sicher nicht unbedingt. Macht ihr denn hier? Ja. Hier? Ja. Ja, was machen wir denn hier? Da ist eigentlich mein Feld auch. Ich bin der Abtanker, wir sind jetzt hier. Keine Ahnung, was wir machen. Ihr könntet doch da gleich weiterbrechen. Ja, eben. Ein Feld daneben wäre noch gewesen. Ich gehe waschen, weil ich habe noch Zeit. Besser kannst. Ja. Einzige, was ich kann. Jetzt hat man keiner gesehen, dass du da vorher angefangen bist auf unser Haus. Nee, bin ich nicht. Das war rechtzeitig. Ich habe rechtzeitig noch gebremst. Nee, du bist reingefahren. Das sieht man auf meinem Video. Aber dann kann man da reinfahren. Ja, kannst sicher reinfahren. Nee, kann anfangen. Man nicht. Schon wieder. Also es knackst nur beim ersten Mal eigentlich. Das ist genauso wie wenn du mit dem Mähdrescher beim MacDrive reinfährst. Ich glaube, du knackst einmal und dann. Was ich nicht sein möchte, ist Mitarbeiter bei McDonalds im McDrive. Das muss ja so krank sein irgendwie, ja, aber. Ja, du wirst da sicher so oft verarscht. Wie wenn du das mal siehst, wenn einer mit Fahrrad da reinfährt. Wie viel ja, interessieren, ob sie eine bedienen? Du wirst hier auch verarscht. Ich glaube, du wirst auch geschrien oder auch gemeckert und bei so freilich sind schon, so ist es nicht, aber.
Ich glaube nicht, dass sie das noch gefallen lassen, weil das ist schon scheiße. Ich würde es selber auch nicht machen, aber es wurscht. Das ist sehr. Für jeden ist eben, muss ja jeder mit seinem Scheiß selber, was er macht. Das ist safe, Freunde. Der Part ist zu Ende. Ja. Ich hoffe, es gibt mittlerweile keinen mehr, der nicht bei Ed und bei der Martina vorbeigeschaut hat, sonst gibt es virtuelle Stellen. Ja, weil das kann nicht sein. Aber, soweit ich das beurteilen kann, Freunde, wenn es irgendwelche Anregungen, Wünsche, Beschwerden gibt, einfach mal in die Kommentare schreiben bei den Videos. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder mit fetter Action. Keine Ahnung, ich hab schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle wir haben. 3000? 2000? 10.000. 10.000! Wahnsinn! Ja. Und wir haben das Lager ziemlich voll. Wir werden im nächsten Part dann nochmal vermutlich was verkaufen. Der Preis ist gerade ziemlich schlecht, deswegen haben wir es noch nicht verkauft. So, bevor ich jetzt noch 2 Minuten den Abspann rede, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss! Tschüss! Tschüss!